Hallo liebe Himmelstürmer, da sind wir wieder. Und schon wieder auf der Ostsee, ich hab's euch ja versprochen. Und es geht weiter mit Paulus. Heute möchte ich von dem Plan erzählen, den Gott für Paulus hatte. Und zwar geht's darum, und das wisst ihr auch, dass alle Menschen Gott kennenlernen. Und in der Leuchtfeuer gibt's immer so einen schönen Spruch, den Himmel auf die Erde bringen. Aber wie machen wir das? Ja, wir machen das, ne? Ihr macht das, ich mach das. Und wir machen das dadurch, dass wir einfach so leben, wie Gott es möchte, wie er es vorgesehen hat. Denn er hat einen Plan. Für jeden Menschen hat er einen Plan. Für jeden Menschen? Für jeden Menschen, genau. Und eine kleine Episode, vielleicht kommt euch das auch bekannt vor. Wenn man so heranwächst, ein, zwei Jahre, dann kommen so die ersten Worte. Und dann eins der ersten Wörter ist immer, ich will. Ich will haben, ich will, ich will. Und dann wurde dir vielleicht auch belehrt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Es heißt nicht, ich will, ich möchte bitte. Ja? Kennt ihr das? Das ist ja auch ganz nett und höflich. Und heute sage ich nicht mehr, ich will. Aber es gibt jemand, der sagt, ich will. Und der das sagt, der darf das auch. Wisst ihr, wer das ist? Gott ist das nämlich. Und zwar gibt es einen Vers in der Bibel und der steht im 1. Timotheusbrief 2, Vers 4. Und da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will. Und Paulus hat das für sich verstanden und hat gesagt, die Menschen müssen das ja hören. Wenn Gott das will, wie soll das denn passieren? Und er hat den Auftrag gekriegt, loszugehen und das gute Evangelium auszubreiten. Das hat er natürlich auch zu Fuß gemacht oder mit dem Pferd, aber er ist auch viel zur See gefahren. Weil er auch auf die Inseln gefahren ist und eine Insel hieß zum Beispiel Zypern und die liegt im Mittelmeer. Und da ist er mit dem Schiff hingefahren und hat die frohe Botschaft verteilt. Und hat den Leuten erzählt, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus Christus gibt, der für sie am Kreuz gestorben ist und dass es Errettung und Erlösung gibt. Und das war die gute Botschaft. Und viele Menschen haben geglaubt, was Paulus gesagt hat und andere haben es nicht geglaubt. Ich glaube, so eine Menschen kennt ihr auch, ne? Einige Freunde von euch, denen erzählt ihr von Gott und die sagen, ja, okay, und die anderen, die wollen es nicht hören. So ist das. Der Mensch entscheidet, was er glaubt. Ja, Paulus hat verstanden, was Gott aufgetragen hat. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig. Und ich glaube, das ist auch für euch wichtig, dass ihr schon sehr früh wisst, was möchte jetzt Gott eigentlich? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Und ihr könnt sicher sein, Gott hat etwas Gutes vor. Gott hat einen wunderbaren Plan. Ich habe mal einen Bibelvers gelesen, der mir so nahe gegangen ist. Und zwar, da steht, dass Gott sich vor Grundlegung der Welt Gedanken über mein Leben gemacht hat und hat es niedergeschrieben. Und das habe ich jetzt mal so für mich überlegt. Die Welt war noch gar nicht und Gott sitzt am Schreibtisch und denkt über mein Leben nach und schreibt auf, was er Gutes mit mir vorhat. Und das fand ich so genial. Also Gott hat etwas Wunderbares vorbereitet für euer Leben und für mein Leben. Und jetzt geht es darum, auch das zu erleben und zu erfahren und einfach auch zu genießen. Denn das dürfen wir auch. In dem Bibelvers geht es weiter im zweiten Teil. Ich lese noch mal vor. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist ganz wichtig. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Also wenn wir den Satz ein bisschen vereinfachen, dann heißt es doch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und Jesus kennenlernen. Und das ist doch wunderbar. Und ich möchte euch ermutigen, einfach eure Freunde für Jesus zu begeistern, eure Nachbarn, Sportfreunde, wen ihr kennt in eurem Bekanntenkreis. Und so wie Paulus, dranbleibt und gewiss seid, dass Gott einen Plan für euer Leben hat. So, und jetzt, glaube ich, genieße ich die Sonne hier auf der Ostsee. Tschüss von Bord. Ciao.